Gerhard Richter zählt zu den bekanntesten deutschen Künstlern der Gegenwart. Im Dresdner Albertinum ist am Wochenende die Ausstellung Übermalte Fotografien eröffnet worden mit Werken, die eher zufällig entstanden. Es sind von Richter selbst aufgenommene kleinformatige Fotografien, die der Künstler nach der Arbeit an großen Gemälden durch Farbreste zog. Der Andrang im Dresdner Albertinum groß, die Bilder klein, sehr klein. 10 mal 15 Zentimeter. Doch wenn die selten gezeigten Objekte von Gerhard Richter eins beweisen, dann, dass große Kunst auch auf kleinstem Format funktioniert. Alles, was Gerhard Richter in seinen Jahren in der Malerei entwickelt hat, findet sich in diesem kleinen Format wieder. Und dieses Spiel zwischen Realität, Abstraktion, Fotografie und Malerei kulminiert in diesen ganz, ganz kleinen Bildern. Gerhard Richter gestaltete seine abstrakten Kunstwerke oft mit der Rakel, einer Art großem Abstreifer. Am Ende seines Arbeitstags zog er über die noch feuchten Farbreste auf der Rakel zufällig ausgewählte private Fotos. Eine Art künstlerisches Upcycling der Farbreste. Das ist praktisch einerseits Prinzip Zufall und andererseits aber natürlich auch von ihm durchaus gesteuert. Mal ist es getupft, mal ist es zart. Man erkennt an den Bildern, wie er durch Gestik gesteuert hat. Und das kann man direkt nachvollziehen. Die ersten dieser Werke verschickte Richter noch als Postkarten an Freunde. Erst Mitte der 1990er Jahre erkannte er den Wert seiner eigenen Kleinkunst. Das reizt dazu, sich jedes einzelne kleine Bildchen lange anzuschauen. Es hat eine enorme Wirkung. Also ich bin restlos begeistert. Die 72 Richter-Miniaturen sind noch bis Mitte November in Dresden zu sehen.